abwechselnd auch ein Kammermusikstück, Klaviertrio Nummer 2 a-Moll von 1902, jetzt also rund 20 Jahre später. Dies habe ich weiß der Himmel wem entnommen, auch ihr Artikel nicht bei Wikipedia. Es hat eine holländische Note. Ich kann das nicht so genau hören, weil ich das typisch Holländische nicht so unterscheiden kann. Jedenfalls ist es dementsprechend dem holländischen Trio gewidmet. Das besteht aus diesen Herren da, den vier. Den Boos habe ich markiert, weil der war der führende Mann da und hatte auch wohl Einfluss im niederländischen Kulturbetrieb und der Kontakt zwischen Sinding und diesem Quartett ist, mit diesem Trio in dem Fall, ist über Julius Röntgen zustande gekommen. Ein Komponist, ein wunderbarer Komponist, über den wir auch schon gesprochen haben, allerdings sozusagen mehr am Rande. Machen wir später auch nochmal. Es ist auch eigentlich unglaublich, dass man solche Leute nicht öfter hört. Ja. Auch da, naja, drei Sätze, wir hören den dritten Satz. Das war natürlich schon wieder ein Resultat meiner Altersdemenz. Das war natürlich jetzt keineswegs das Trio Nummer 2, sondern es war schon die Legende, die kommt aber später nochmal. Jetzt also neuer Versuch, Christian Sindung, Klaviertrio Nummer 2, dritter Satz.